Wir sind hier mit einer Weltneuheit von Rino, und zwar eine Underscreen-Kamera. In Theorie haben wir von der schon gehört und jetzt haben wir sie das erste Mal hier ausprobieren. Sprich, die Selfie-Kamera, die kommt hier nicht irgendwo raus oder es hat ein Loch im Display, sondern es ist wirklich unter dem Screen. Auf den ersten Blick nicht erkennbar, gerade bei dunklem Hintergrund schaut man drauf und denkt, wo ist die Selfie-Kamera? Überhaupt nichts vorhanden. Wenn man dann einstellt und wirklich ein Selfie macht, dann mit dem Finger drüber fahren, merkt man, da drunter muss die Kamera stecken. Man sieht sie natürlich gleich ein bisschen, wenn man ganz schief hebt oder wenn man einen hellen Hintergrund wie der hier einstellt, dann sieht man, dass da drunter die Selfie-Kamera drin ist. Das erste Erlebnis, wirklich eindrücklich, weil man halt einen schönen Vollscreen kann haben. Kein mechanischer Teil braucht, der rauskommt, keine irgendwelche Spezialfunktionen, sondern alles im Display integriert. Wir denken schon, nächstes Jahr wird denn das serienreif und Oppo wird das Gerät bringen, wo das integriert ist. Beim Fotografieren, man merkt eigentlich gar keinen grossen Unterschied zur normalen Selfie-Cam. In dieser Version hier hat es einen ziemlich extremen Beauty-Filter drin, aber sonst werden die Fotos richtig hübsch und man sieht nicht irgendetwas, dass das unter dem Screen ist. Zukunftstechnologie hier in China, in Shenzhen, für euch ausprobiert.